Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Daniel! Ich will nicht mal so dynamisch. Cool. So muss man immer sich vorstellen. Ja, genau. wir sind jetzt hier in diesem geheimen Labor. Geheim. Gott, nein. Geht das jetzt die ganze Folge? Na gut. Roter Kasten. Vielen Dank. Oh. Potzblitz, der Griff war lose und ist abgebrochen. Boah, sind wir stark. Ja. Der Kasten lässt sich ohne Griff nicht öffnen. Ja, sehr schlau. Was haben wir denn noch? Eine große Konsole. Ich komme nicht ran. Ja, stimmt, eine Xbox. Eine große Konsole. Badums. Aha, guck mal. Der Stiel des Wischmops ist zwar lang genug, aber damit kann ich den Hebel nicht nach oben ziehen. Achso. Müssen wir uns wahrscheinlich gleich irgendwas basteln. Ist mal alles mit allem. Nichts einfacher als das. Ah. Korken auf Flasche. Super. Weiß zwar nicht, was wir damit jetzt machen. Aber okay. Kann man so. Ah, okay. Guck mal, du kannst hier... Wenn ich die Champagnerflasche kräftig schüttle und dann gut ziele, könnte ich den roten Knopf dort unten treffen. Geübt ist schließlich geübt. Sorry, bei Aber ich muss Spaß erst die Energiezufuhr einschalten, bevor ich die Turbine aktivieren kann. Ach so, also erst den Hebel, dann den Knopf. Verstehe. So. Ja gut. Ja, okay. Gibt es denn vielleicht irgendwas, was wir noch tun können? Geländer. Das Geländer macht einen stabilen Eindruck. Vielleicht können wir uns abseilen. Weißen Schal. Nee. Okay. Oder mit dem Putzmob. Ja, das haben wir hier schon versucht. Also. Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, handelt es sich bei dieser Maschine um einen Antrieb für Fluggeräte. Der Wissenschaftler entwickelt ihn im Auftrag des Wehrkommandos. Ja, ja. Bei der Vorstellung, dass die Nazis irgendwann über Flugzeuge mit so einem Antrieb verfügen, wird mir Angst und Bange. Ja, aber das ist ein anderer Kriegsschauplatz. Ich muss Gräfin von Hagenheld aufhalten und ihr das Drachenauge nebst der Karte des Pirireis abjagen. Was ja in der Nähe von Paderborn ist. Ich frage mich, wie die Leute so auf den Namen kommen, so, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Kann man vielleicht mit dem jetzt die... guck mal. Was macht er? Also, der denkt nach und rennt so, das ist eine gute Idee! Ich schieb den Griff zwischen Deckel und Untergestell des Schaukastens. Ein kurzer Ruck und... Gute Idee! Du wirst so ein Freund, der ist so... Sesam, das ist eine gute Idee! Und dann rennt er los. Dann rennt er einfach los. Ja, was gibt's denn hier ich in dem Schaukasten? Ich hab mir mal einen Haken der Kletterausrüstung. Ich borge ihn mir mal. Die Filmkamera ist bei näherer Betrachtung nur noch Schrott. Und auf die Wollsocken von Ernst Schäfer bin ich auch nicht besonders scharf. Was denn? No. Wenn man kalte Füße hat, ist das bestimmt gut. Einen Versuch ist es wert. Vielleicht eröffnet mir das ja völlig neue Verwendungsmöglichkeiten, wenn ich den Kletterhaken an den Schal binde. Vielleicht. Wow. Vielleicht können wir das hier so runterlassen. Der Schal ist zu kurz. Damit erreiche ich den Hebel auf der Konsole nicht. Ja, das Problem hatte ich auch in meiner ersten Ehe. Ich binde den Haken mit dem Schal am Stiel des Mops fest. Wie oft warst du so verheiratet? Diesen Sommer oder generell? Okay, also wir haben jetzt hier einen super Haken. Jetzt können wir bestimmt den Hebel Wenn ich betätigen. Vorsichtig bin, müsste ich damit den Hebel unbemerkt nach oben bewegen können. Also, dann mach das mal. Unbemerkt, total unauffällig. Ja, ja. Ja, super unauffällig. Haben wir gut gemacht. Hat bestimmt auch keine Geräusche gemacht. Eine Portion maximale Energie, bitte. Maximale Energie. So, und jetzt beschießen wir das hier. Als Kind habe ich das auf jeder Silvesterparty meiner Eltern geübt. Man muss einfach nur kräftig schütteln und dann wie mit einem Karabiner zielen. Ich habe das auch bei Baywatch geübt. War das jetzt zu viel? Ich weiß es nicht. Okay. Danke. Eine bewegte Kindheit kann das sein. Dynamisch. Aha. So dynamisch wie hier. Gute Überleitung. Ja, lass mal aus. Achso. Ah, die fliegen jetzt. Er muss sich genau wie Schauberger festhalten, um den Verlust der Befolgung zu
Okay, muss ich jetzt da irgendwie rein? Der Soldat und die Wissenschaftler sind zwar nicht mehr mein Problem, aber jetzt verändert der starke Luftzug, dass ich so einfach nach unten in den Raum kann. Aha, ja, was machen wir denn dann? Haben wir eigentlich einen Plan? Das haben wir uns vorher gar nicht überlegt. Die Wissenschaft ist bewegt sich, weil ich da wackeln. Ja, yeah. Super. Wenn ich ungesichert über das Geländer klettere, wirbelt mich der Luftzug durchs ganze Labor. Achso, haben wir irgendwas, womit wir... Nee, ne? Ach, wir gehen mal... Ja, tschüss. Ich sollte hier bleiben, das kann uns nutzen, so, um in den kleinen Raum zu gelangen, in dem das Atemauge ist. Aha, okay. Aber, Das Geländer macht einen stabilen Eindruck. Ja, ich weiß, ja, deswegen aber... wollen wir da durch. Der Kasten, ein roter Kasten aus Metall. Ja, wie schön. Und, was machen wir jetzt? Ich komme da nicht dran. Ah, die Turbine ist aktiviert und sie verursacht eine gigantische Luftverwirbelung. Okay. Gigantisch. Gigantisch. So gigantisch, dass alles grün wird. Ich verstehe das hier nicht. Aber wir haben ja jetzt auch nichts anderes, was wir jetzt hier so nutzen können. Vielleicht machen wir den Griff einfach wieder dran. Ich schütte den Griff wieder in die Tür. Hoffentlich kann man sie noch öffnen. Ja, versucht. Ja. Da drin ist ein Feuerwehrschutz. Ja, der kann ja nützlich sein. Okay, also den machen wir jetzt am Geländer fest, würde ich sagen. Und dann hangeln wir uns da so lang. Das lose Ende des Schlauchs bündel ich fest an dieses Geländer. Wir sind beide endelose, oder nicht? Ja, John. Nee, das eine ist am Geländer fest. Wohin soll das lose Ende? Hier. Der Schlauch dürfte mein Gewicht problemlos halten, wenn ich mich damit zum Büro vorarbeite. Ich weiß zwar nicht, wie er das da befestigen will von da aus, aber... Wow! Wow! Ach so, der Luftstrom. Wo ist das Drachenauge? Okay. Die haben einfach einen Cut gemacht, weil die wissen, das können wir jetzt von Physik nicht her... Nicht plausibel darstellen. Das können wir nicht so. Nee. Ist eine Aktentasche. Ich nehme das Drachenauge und dann nichts wie weg von genau, ihr. Am besten benutze ich wieder den Feuerwehrschlauch, um zurück ins Museum zu gelangen. Sehr gute Idee. Das danach zeigen muss ich wir zu dieser Wirbelsburg reisen. Nutzt mir das Drachenauge nichts. Nur auf dieser Karte finde ich den Hinweis darauf, wo der zweite Schlüssel für die Pforte nach Shambhala versteckt ist. Genau. Haha. So. Meanwhile in Hongkong. Was geht es, Huxley? Nun, Sir, ein gewisser Herr Kleist möchte Sie sprechen. Ach. Er erschien ohne Voranmeldung und tritt sehr anmaßend auf. Soll ich ihn wieder wegschicken? Nein, auf keinen Fall. Bitten Sie ihn herein. Aha. Herr Fleiß, bitte. Kennen wir ihn? Keine Ahnung. Sie können sich... Ach doch, der hat doch die... Ich möchte nicht viel Ihrer wertvollen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, der hat die Mortal Kombat Crew. Genau, das engagiert. Das kann ich für Sie tun. Sie haben bereits etwas für mich getan. Es wurden keine weiteren Soldaten nach Tibet geschickt. So lautete Ihre Bedingung. In der Tat. Aber mir scheint, ich habe mich diesbezüglich nicht klar genug ausgedrückt. Es sollte keinerlei Einmischung von Ihrer Seite geben. Ich verstehe nicht. Versuchen Sie nicht, mich für dumm zu verkaufen. Oh nein. Mussten Sie uns diesen Paddock auf den Hals hetzen? Bedeutet Ihnen Ihr Sohn wirklich so wenig, Gouverneur? Oh nein. Was ist mit meinem Sohn? Sie versprachen mir ein Lebenszeichen. Ach, der weiß ja selber nicht, wo das ist. Alles zu seiner Zeit. Beten Sie lieber, dass wir diesen Paddock schnell freistellen. Und ich warne Sie hiermit zum letzten Mal. Halten Sie sich ab jetzt aus der Sache raus. Sonst haben Sie morgen einen Pferdekopf im Bett. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ich mache Ihnen ein Angebot, das nicht abschlagen. Film des Tages, falls ich irgendwo irgendwann keine Filme vorgeschlagen habe. Ja. Pater Trilogie, das ist echt. Das ist echt wahnsinnig. Kann ich gut. etwas für Sie tun, Gouverneur? Ich denke nicht, Huxley. Verzeihen Sie die Frage, Sir, aber wer war dieser Gentleman? Das Huxley war der Gesandte des Teufels. Der mochte mein Und ich habe mich mit ihm eingelassen. Ich habe mich mit ihm eingelassen. Vergessen Sie es, Huxley. Hoffen Sie mit mir, dass Fenton Paddocks Mission erfolgreich sein wird. Ja. Das hofft ihr. Oh, fünftes Kapitel.
Feindesland. Feindesland. Fünftes Feindesland. So. Ah. Auf die Wewelsburg. Wewelsburg. Bei Paderborn. Yeah. Episch. Ja. Paderborn. Angenehm. Endlich konnte ich mal ein wenig Schlaf nachholen. Jetzt muss ich mich aber schleunigst zur Wewelsburg aufmachen. Ich habe noch etwas Vorsprung vor der Gräfin und den sollte ich nutzen, um auf der Burg nach der Karte des Pireres zu suchen. Der Bahnsteigwärter kennt sicher den Weg. Stimmt. Hallo. Hallo. Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte. Guten Abend, mein Herr. Was verschlägt Sie denn zu so später Stunde hierher? Ja. Bin ich tot? Mein Name ist Paddock, Professor Paddock, Historiker an der Universität in Cambridge, England. Vielleicht haben Sie ja schon mal von mir gehört. Wie war der Name? Paddock? Nicht so wichtig. Jedenfalls befinde ich mich auf einer Forschungsreise durch Deutschland, um die Baustile verschiedener frühmittelalterlicher Burgen miteinander zu vergleichen. Meine nächste Station ist die berühmte Wewelsburg, die ich in den nächsten Tagen im Rahmen meiner Studien eingehend zu besichtigen gedenke. Würden Sie die Freundlichkeit besitzen und mir den kürzesten Weg zur Burg beschreiben? Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber die Wewelsburg kann zurzeit nicht besichtigt werden. Ach, wie jetzt? Was? Das kann doch nicht wahr sein. Für die weite Anreise habe ich extreme Strapazen auf mich genommen. Wie bedauerlich, aber die Burg ist seit einigen Wochen Sperrgebiet. Ach. Militärisches Sperrgebiet, mein Herr. Das bedeutet, dass man sich der Burg nicht einmal nähern darf. Ach, was? Alle Zufahrtswege sind abgeriegelt und um die Burg herum patrouillieren Wachen. Und wieso? Ich weiß es nicht. Und manchen Dingen sollte man auch besser nicht auf den Grund gehen. Außerdem bin ich erst seit kurzem hier. Ich wurde erst vor einem Monat zu dieser Bahnstation versetzt. So dumm. Was mache ich denn jetzt? Sie sind übrigens nicht der Erste, der in den letzten Tagen hier vorbeikam, um die Wewelsburg zu besichtigen. Das ist ja interessant. Ich empfehle Ihnen, auf den nächsten Zug zu warten. In 2 Stunden fährt einer Richtung Paderborn. Leider können wir Ihnen hier auf dem Bahnhof nicht viel bieten, womit Sie sich die Wartezeit vertreiben könnten. Das Bahnhofsgebäude wird derzeit leider renoviert und ist deshalb geschlossen. Darum stehe ich auch trotz dieses Mistwetters hier draußen. Der Ort Büren ist allerdings nicht weit entfernt und zu Fuß gut zu erreichen. Von diesem Wegkreuz führt eine Straße direkt in den Ort. Das Gasthaus am Markt ist geöffnet. Dort können Sie sich aufwärmen und auf den Zug warten. Nein, wissen Sie, nach der langen Zugfahrt schnappe ich lieber etwas frische Luft. Ja, und ein bisschen Regen. Es strömen regnet. Es macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leiste. Mitnichten, mein Herr. Selbstverständlich dürfen Sie auch hier auf dem Bahnsteig warten. Besten Dank. Das ist aber nett. Verdammt, was soll ich jetzt nur tun? Die Zeit läuft mir davon. Und die Wewelsburg liegt direkt vor meiner Nase. Ja, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg in die Burg. Ja, muss ja. Sonst wäre das Abenteuer hier vorbei. Jesus, was soll ich machen? Was soll ich tun? Das Wegkreuz ist aus Stein und schon ziemlich verwittert. Auf den Sockel hat jemand brennende Kerzen gestellt. Ach so. Ich glaube, der hat nicht brennende Kerzen gestellt. Er hat Kerzen gestellt und danach die angezündet. Das ist wahrscheinlicher, ja. Das Gebäude wird renoviert. Deshalb muss man bei diesem Mistwetter im Freien auf den Bahnsteig warten. Professor es kommt mal wieder alles zusammen. Es dürfte dem Bahnsteigwärter nicht gefallen, wenn ich die Brandschutzausrüstung des Bahnhofs entferne. Lächerlich. Bonbonautomat. Ich brauche ein Geldstück. Achso, haben wir nicht. Wir sind aber auch arm. Haben wir eine Kerze geklaut? Ja, haben wir. Hier stehen einige Fakten zur Geschichte des Ortes Wewelsburg. Demnach wurde die Burganlage bereits im 11. Jahrhundert erwähnt. Der Text geht auch auf die vielen Um- und Ausbauten sowie Besitzerwechsel ein. Moment mal, das hier könnte interessant sein. Der Berg unterhalb der Burganlage wird von einem alten Stollensystem durchzogen. Dort wurde ab dem 18. Jahrhundert Erz abgebaut. In Belagerungszeiten sollen die Gänge des Bergwerks den Burgherren als Versteck oder Fluchtweg gedient haben. Vor dem Weltkrieg hat man den Stollen jedoch stillgelegt. Das heißt also, dass es eine Verbindung zwischen dem Bergwerk und der Burg gegeben hat und vielleicht immer noch gibt. Vielleicht. Oh nein. Regentonne. Wasser. So, jetzt sind meine Hände wieder schön sauber. Wunderbar. Wenn der Regen nicht nachlässt, wird das Fass bald überlaufen. Na sowas. Hier ist ein Seil. Yeah. Das überaus robuste Seil ist so straff gespannt, dass ich die Knoten an den Enden nicht lösen kann. Wie kann man das
Sicher. Die Flamme der Kerze würde das Hanfseil durchbrennen. Die Dresine rollt dann auf das Hauptgleis und der arme Bahnsteigwärter muss ein schützendes Vordach verlassen, um ihr nachzujagen. Aber solange ich keinen guten Grund für solche Gemeinheiten habe, behalte ich das nur als Idee im Hinterkopf. Es lässt sich nicht öffnen, solange die Kette davor hängt. Ich hätte ja gerne die Axt, aber... Sie ist fest an den Waggon geschraubt. Kannst du dir die Kette angucken? Diese rostige Kette hält das Tor verschlossen. Unmöglich, die Kette mit den Händen zu entfernen. Ja, vielleicht jetzt will er rein, alles genau. Es dürfte dem Bahnsteigwärter nicht gefallen, wenn ich die Brandschutzausrüstung des Bahnhofs entferne. Sicher, die Flamme der Kerze würde das Hanfseil durchbrennen. Die Dresine rollt dann auf das Haar, aber solange ich kann... Ach, wie gemein. Solange die Dresine mit dem Seil festgebunden ist, bewegt sie sich nirgendwo hin. Das ist eine Dresine. Sie wird durch Bewegen der Hebel von Hand angetrieben und vom Streckenwärter zur Kontrolle der Schienen angesetzt. Muss eine schweißtreibende Angelegenheit sein, obwohl es scheint, dass zumindest dieses Exemplar von allein losrollen würde, wenn man es nicht mit diesem dicken Seil festgebunden hätte. Okay. Im Gebäude wird renoviert. Deshalb muss man bei diesem Mistwetter im Freien auf den Bahnsteig warten. Es kommt mal wieder alles zusammen. Die Wewelsburg hat zwar einen eigenen Bahnhof, doch leider dürfen Besucher die Burg nicht mehr besichtigen. Dieses touristische Konzept bedarf dringend einer Überarbeitung. Ja, dringend. Im Moment kann er mir nicht weiterhelfen. Ach so. Wow. Okay, nochmal? Kannst einmal hier gucken und einmal da gucken. Ja, hier ist das Gebäude. Ach so. Und hier ist die Burg. Da oben in der Wewelsburg befindet sich die Karte des Pireräes. Ich muss um jeden Preis dort hinauf. Dummerweise haben die Nazis die Burg seit einiger Zeit komplett abgerissen. Ja. Der Bahnsteigwärter hat mir gesagt, dass alle Zufahrtswege zur Burg gesperrt sind. Ich muss also einen anderen Weg dort hinauffinden. Und zwar die fucking Tür. Genau. Oh, ein Schild. Ah. Ich versuch mal, das Moos abzukratzen. Ja, mach das mal. Das Moos unter den Fingernägeln bekomme ich bestimmt nie wieder weg. Aber ich hab's geschafft. Ist aber auch. Zwei gekreuzte Werkzeuge. Ein Hammer und eine Spitzhacke. Allem Anschein nach das Symbol für ein Bergwerk. Ja, das war mir schon klar. Es lässt sich nicht öffnen, solange die Kette davor hängt. Oh, vielleicht jetzt? Mit der Flamme der Kerze rollt die Dresine auf die Gleise. Ja. Und ich bin den Bahnsteig. Anschließend kann ich mich in aller Ruhe um den Eingang zum Bergwerk kümmern. Jetzt macht er das. Also los. Also los. Also los. Vielen Dank. Oh no! Halt! Stopp! Redet er mit einem Stück Holz gerade? Okay, jetzt nehmen wir uns die Axt. Holz! Stopp! Wo kommt Richter? Halt! Da Stopp! Ja, genau. So, jetzt haben wir die Axt. Yeah. Jetzt hauen wir die Kette durch. So. Na, erstmal hin. Ich rede mit den Axt auf der Tür! Ich durchtrenne die Kette. Kann ich das Tor öffnen? Sehr gute Idee. Blan! Tada! Here is better. Da drin ist es stockdunkel. Ja, okay. Ich habe zwar eine brennende Kerze, aber was passiert, wenn die mir in der Zugluft da drin ausgeht? Ja gut, dann nehmen wir halt die Laterne und die hacken wir auch einfach ab. Yeah. Wenn die da es ist herrlich, sich mal wieder der angestauten Aggressionen zu entledigen. Meine Rede. Bam! Bam! So. So, jetzt packen wir die Kerze da rein. Zack. Ich stell die Kerze in die Laterne. Dann ist sie vor Wind geschützt. Und dann gehen wir mal in die Mine rein. Ja, ja, ja. Hast du eine Mine? Ja, ein Bergwerk, oh, yeah. Eine Mine. Diese Bergwerkschule ein richtiges Labyrinth aus dunklen Gängen. Genau. Aber mir bleibt keine Wahl. Kann ich euch wenn sehr ich den empfehlen, Eingang wenn zur ihr seit Jahren keine will, Pixel mehr muss ich mich wohl oder übel in diesen Irrgarten werden. Und wie außerdem Kiki sollte ich darauf achten, dass ich hier in der Finsternis das nicht genau, sehe. Genau, die andere Kiki. Genau, ja, ja. Gut, also hier kann man quasi, ach nee, man muss sich hier so durchklicken. Aha. Durch die Schienen weg oder wie? Wahrscheinlich immer so die Schienen entlang, wa? Ah ja. Das, damit man das sich nicht doof. Verläuft oder so. Keine Ahnung. Hört sich so an, als würdest du Star Crash. Klick, 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 klick. Ja,
Ja, ich hoffe nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Endlich, man, viele Leute wollten die Videos gucken, weil das hieß da Kiki Klick und die wollten klicken hören. So. Yeah, jetzt hier Party, ne? Also jetzt. Oh, ich guck mal, was hier unten ist. Oh. Ein Skelett. Schön. Armer Kerl. Hoffentlich ende ich nicht wie er. Hier drin kann man sich hoffnungslos verlaufen. Ja, hier ist ein Topf. Wir nehmen dem das mal weg. Ich glaube, er braucht es nicht mehr. Genau, das ist ja die Einstellung. Können wir hier einfach hoch wieder zu den Schienen zurück oder so? Ist halt mühsam hier. Sind das hier Schienen? Nein. Das ist eine Mauer. Sogenannte Wand. Ah. Und eine sogenannte Sackgasse. Also, guck mal. Okay, also bevor wir uns hier weiter verlaufen, speichern wir. Würde ich sagen, speichern wir. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Sehen wir uns in der nächsten Folge.